Über das Ende von Bundestrainer Hansi Flick spreche ich mit meinem Kollegen Bernd Schmelzer aus der Sportschau-Redaktion in Köln. Bernd, es war schon deutlich, dass nach der Pleite gegen Japan von Rudi Völler kein Bekenntnis zum Trainer mehr kam. War der Rauswurf jetzt unumgänglich? Ja, so wie sich das gestern Abend dargestellt hat, war der Rauswurf unumgänglich. Die Art und Weise, über die kann man sicherlich diskutieren. Hansi Flick hat heute früh noch ein Training geleitet vor 3000 Zuschauerinnen und Zuschauern in Wolfsburg und wurde sozusagen den Menschen noch mal zum Fraß vorgeworfen, ehe dann danach abgelöst wurde von Rudi Völler, der mit einem Mikrofon noch über den Platz lief heute Vormittag und so ein bisschen um gute Laune gebeten hat. Also die Art und Weise dieses Rauswurfs, dieser Entlassung, wenn man so will, die ist etwas komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ansonsten war es natürlich unumgänglich. Die Serie war zu schlecht, die Leistung der Mannschaft zu schlecht und der Druck von außen ist einfach viel zu groß geworden. Ja, da kann man in der Tat drüber diskutieren, dass der Bundestrainer auf Abruf quasi schon noch ein öffentliches Training leitet. Kam das alles so ein bisschen Hals über Kopf beim DFB? Naja, so ganz Hals über Kopf kann es ja nicht gekommen sein. Irgendwann werden sich die Verantwortlichen ja auch getroffen haben müssen, um eine Entscheidung zu fällen, um letztlich dann sich dazu durchzuringen und zu sagen, es geht nicht mehr weiter mit Hansi Flick. Dieser Punkt war eigentlich gestern Abend sicherlich erreicht. Dann hat Rudi Völler gesagt, wir wollen noch mal eine Nacht drüber schlafen. Die Nacht hat dann gedauert bis etwa 15 Uhr, würde ich mal sagen, bis man das alles verdaut hatte. Und dann hat man sich dazu entschieden, per Pressemitteilung Hansi Flick also freizustellen. Das Ganze, wie gesagt, vom Prozedere her sicherlich verbesserungswürdig, aber in letzter Konsequenz natürlich die richtige Entscheidung. Die Mannschaft ist ja wirklich mit mehreren desolaten Auftritten unter Flick negativ aufgefallen. Welchen Anteil hat der Bundestrainer daran? Was ist da schiefgelaufen? Es ist sehr viel schiefgelaufen und das ist bei der Weltmeisterschaft ja schon, über die wir eine Dokumentation jetzt gerade sehen können, der Fall gewesen. Da hat es verschiedene Ansprachen gegeben, da hat man das Gefühl gehabt, Mannschaft und Trainer finden nicht so richtig zusammen. Dann hat es eine März-Länderspielserie gegeben von 3 Testspielen, die man einfach so, mal salopp formuliert, verdattelt hat, weil man einfach getestet hat, hin und her und viel auf Personal, aber wenig auf Ergebnisse Wert gelegt hat. Und dann ist natürlich auch immer wieder das Problem die Abwehr gewesen. Wenn ich in 25 Spielen 22 verschiedene Abwehrformationen teste, dann kann ich mich nicht einspielen. Dann funktioniert das einfach nicht. Und deswegen scheint das Vertrauen auch von der Mannschaft her zum Bundestrainer nicht mehr gegeben zu sein. Die taktischen Vorgaben, man wollte sich jetzt einspielen, man wollte das Personal finden mit Blick auf die entscheidende Phase für diese Europameisterschaft. Die taktischen Vorgaben scheinen nicht angekommen zu sein. Jetzt gab es wieder eine Viererkette mit Kimmich hinten rechts in der Viererkette, der dann aber wieder ins Mittelfeld ausweichen durfte. Also es waren so viele Fragezeichen, so viele Konjunktive. Es war eigentlich ein heilloses Durcheinander, kann man glaube ich sagen. Und deswegen musste es letztlich zu dieser Entscheidung kommen. Kann man denn sagen, dass der DFB vielleicht auch ein bisschen lange an Hansi Flick festgehalten hat? Ja, es hat sich ähnlich gezogen. Es war so ein bisschen kaugummiartig, ne? wie bei Joachim Löw zuvor. Auch da hätte man natürlich schnell die Reißleine ziehen können nach der Weltmeisterschaft 2018. So hat man es nochmal geschoben, nochmal, noch einen Versuch gemacht, nochmal einen anderen Ansatz gefunden, andere Spieler genommen, andere Taktik versucht. Es wurde immer wieder was Neues probiert, um letztlich jetzt am Ende sich eingestehen zu müssen. Es hat halt alles nicht funktioniert. Es hat das Personal nicht funktioniert, die Taktik nicht, die Ausrichtung nicht. Und jetzt wird es natürlich ganz schwer. Jetzt gibt es halt wieder mal nur einen Rudi Völler, wie es immer so schön heißt, und der soll es jetzt richten. Und ich bin gespannt, wen man dann als Nachfolger letztendlich nach diesem Spiel gegen Frankreich präsentieren wird. Es wird eine Herkulesaufgabe für die Europameisterschaft im eigenen Land. Rudi Völler war ja mal sehr erfolgreich als Nationaltrainer. Das ist aber über 20 Jahre her. Am Dienstag, da geht es gegen Frankreich. Blicken wir nach vorne. Was können denn Rudi Völler und Co. bis dahin in der Mannschaft noch bewegen? Sie können ja nur an die Ehre appellieren. Fußballspielen müssen sie nicht mehr beibringen. Das können die. Also das ist ja, da steht ja außer Frage, dass das alles gute Fußballer sind. Sie müssen sie irgendwie zusammenbringen. Und jetzt geht es ja nur darum, jetzt sind die Ausreden weg. Oder die Ausrede ist jetzt weg. Der Bundestrainer, der immer für alles verantwortlich ist, wie der Trainer im Allgemeinen halt. Jetzt ist der weg. Und jetzt gibt es halt im Endeffekt keine Ausreden mehr. Und das kann Rudi Völler natürlich sehr gut, sehr emotional sein, sehr, sehr pathetisch fast schon. Und dann an die Mannschaft appellieren, hier mal das zu zeigen, was sie eigentlich können. Nämlich Fußball zu spielen. Und sich nicht um alles Mögliche zu kümmern, was außenrum, außerhalb des Platzes so stattfindet. Da war ja teilweise der Friseur wichtiger, dass er ins Hotel kam, als die taktische Besprechung, zu der man dann zu spät kam im Nachhinein. Also das alles muss jetzt mal einfach mal beiseite geschoben werden. Jetzt muss Fußball gespielt werden und zwar richtig gut. Und dann wird es auch höchste Zeit für einen Neuanfang. Es stellt sich die Frage nach dem nächsten Bundestrainer. Da werden ja verschiedene Namen gehandelt. Jürgen Klopp etwa, aber der dürfte schwer zu bekommen sein vom FC Liverpool. Wer hat vielleicht bessere Karten?
Ich weiß nicht, ob der DFB am Wochenende im Lotto gewonnen hat. Ansonsten kann man sich, glaube ich, Jürgen Klopp momentan angesichts der finanziellen Lage beim DFB sicherlich nicht leisten. Der ist auch gar nicht frei, der hat Vertrag. Warum sollte der das jetzt machen? Es wird jetzt über Julian Nagelsmann diskutiert. Louis van Gaal hat sich selber ins Spiel gebracht. Finde ich eine sehr spannende Geschichte. Mal einer von außen, der draufschaut, einmal nicht aus dem eigenen Stall, sozusagen mal eben eine externe Person. Und das ist sicherlich eine Möglichkeit. Und verschiedene andere Namen werden schon diskutiert. Ob es Rudi Völler dann vielleicht sogar durchzieht bis zur Europameisterschaft, wer weiß. Alles ist möglich im Fußball mittlerweile. Aber ich glaube, jetzt erstmal das eine Spiel machen und dann kann man sich damit beschäftigen. Wie gesagt, Julian Nagelsmann ist frei, wäre sicherlich einer. Ob er sich das antun will, mit Mitte 30 jetzt schon in der Nationalmannschaft trainieren, das ist die andere Frage. Was für ein Trainer könnte der Mannschaft denn jetzt in dieser Situation besonders gut tun, um den Abwärtstrend der letzten Wochen zu stoppen? Ein erfahrener Trainer wie Van Gaal, wäre das vielleicht eine gute Option? Ja, Louis van Gaal ist ja einer, der auch so eine ganz besondere Art der Ansprache hat. Ich kenne ihn noch von Bayern München in früheren Jahren. Da hat er die Mannschaft begeistert. Er hat taktische Ansätze gehabt, die kein anderer auch Jahre danach hatte. Viele sagen, die Bayern leben heute noch von seinen Taktikideen, die er damals hatte beim FC Bayern München. Das wäre natürlich mal eine ganz andere Geschichte. So einen reinzuholen, der auch eine gewisse Schärfe, eine gewisse Klarheit in seinen Ansprachen hat und auch sehr genau weiß, wie er spielen will. Problem an der Geschichte, der Louis van Gaal lässt sich halt einfach ungern reinreden. Und das ist ja so eine Sache, so eine Thematik, da wollen ja immer alle mitsprechen. Und jeder will ja seinen Senf dazugeben, auch zur Personalplanung, zur Taktik vielleicht. Und da ist Louis van Gaal der komplett falsche Ansprechpartner. Wenn es darum geht, dann muss man ihm die kompletten Kompetenzen überlassen. Ähnliches Thema wäre sicherlich Ralf Rangnick. Aber da müsste sich, glaube ich, der DFB komplett revolutionieren, um so einen mal ranzulassen da vorne. Das wäre eine Variante, die sicherlich auch sehr spannend wäre, aber meines Erachtens momentan nicht denkbar. Denn vorerst bleibt der DFB, nur der Bundestrainer. Der muss neu gesucht werden. Informationen dazu von Bernd Schmelzer aus der Sportredaktion in Köln. Vielen Dank.